Let the Stars Shine oder auf Deutsch Lass die Sterne scheinen. Eine Initiative von einigen Europaabgeordneten aus verschiedenen Mitgliedsländern, aus der Europäischen Volkspartei, darunter auch Sie, Herr Pascal Arimon aus Belgien. Was ist die Idee, die dahinter steckt, auch hinter Ihrem Projekt? Und das Sie auch in einem kurzen Video uns gleich vorstellen werden. Also wir möchten die guten Dinge, die in Europa mit europäischem Geld bezahlt werden, auch zeigen. Oftmals ist es so, dass man vor der Haustür Dinge hat, die die Europäische Union mitfinanziert, wovon man aber nicht weiß, dass die EU diese Dinge mitfinanziert. Und dementsprechend war es uns eine Verpflichtung und auch eine Freude, solche Leuchtturmprojekte zu zeigen, sie mal vorzustellen und zu sagen, welchen Mehrwert das auch haben kann. Und wir werden jetzt gleich das Video uns anschauen. Ganz genau. Hallo, hier aus Burgreuland. Ich werde heute mal ein Fahrrad hier mieten und mit euch über den Ravel fahren. Ravel heißt grenzüberschreitend Fahrrad fahren. Ich werde euch ein bisschen die Natur hier zeigen zusammen mit Fred und auch, was man nebendran so noch machen kann. Zum Beispiel lecker essen, schöne Natur und das alles im Fahrrad. Der Ravelweg läuft hier nicht allzu weit von deinem Restaurant. Merkst du, dass es, seitdem es diesen Ravelweg gibt, Unterschiede hier im Restaurant? Ja, wir haben das schon gemerkt, dass mehr Touristen kommen. Viele Wanderer, Fahrradfahrer von Deutschland, Belgien, Luxemburg, die eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Ravel sind. Neben uns ist die Ur, ein Grenzfluss. Hier dieser Pfosten steht dafür, dass hier genau die Grenze verläuft. Und an dem Rost erkennt man vielleicht, dass diese Grenzpfähle nicht wirklich mehr gepflegt werden, weil es an sich keine Grenze mehr gibt und man hier rüber geht, ohne es zu wissen. Und der Ravel führt sehr schön hier auch über diese Brücke von Deutschland nach Belgien oder Belgien nach Deutschland. Ein Video als moderne Kommunikationsstrategie, das einladend wirkt für Freunde des Sports und Radfahrens, der Natur und für Liebhaber der guten Küche. Ein Video, das Europas positive Seiten hervorhebt. Herr Arimon, wie wichtig ist für Sie und Ihr Projekt diese Initiative Lass die Sterne scheinen, insbesondere um eine bessere Verbindung zu Bürgern und die Sichtbarkeit Europas im Alltag zu betonen? Also es gibt zwei Gründe, die für mich sehr wichtig sind. Der eine Grund ist, dass die Leute das anfassen können, was Europa macht, dass sie es spüren können. Deswegen ist diese Initiative sehr wichtig. Und das zweite ist, in meinem Projekt habe ich auch die Wichtigkeit von europäischer Regionalpolitik versucht zu zeigen, grenzüberschreitende Dinge organisieren. Das heißt, mit dem Fahrrad kann ich hier über eine Grenze fahren und merke nicht, dass es eine Grenze gibt. Und dieser Fahrradweg, der 125 Kilometer durch drei Länder hergestellt wurde, wurde mit rund 4 Millionen Euro aus der Europäischen Union finanziert. Das ganze Projekt ist ein Projekt von über 14 Millionen Euro, über drei Länder. Und da kann man wirklich fühlen und spüren, dass diese Grenzen zwar es noch gibt, dass man sie aber nicht mehr fühlt. Das ist kein Grenzraum in dem Sinne mehr, es ist ein Gemeinschaftsraum geworden. Und das halte ich für sehr wichtig. Da kann man nur einladen, probieren Sie mal aus diese Fahrradroute. Und in diesem Sinne lassen wir die EU-Sterne scheinen und leuchten. Lassen wir nicht zu, dass über Europa altmodisch und veraltet berichtet wird. Denn Jahr für Jahr werden, wie Sie gesagt haben, Tausende von Projekten mit Hilfe von EU-Mitteln erfolgreich abgeschlossen. Und mit diesem kleinen Beitrag aus Ostbelgien bzw. aus der Europa-Region aus drei Ländern und dem Europaabgeordneten Pascal Arimon betonen wir den Mehrwert der Europäischen Union. Vielen Dank. Bitte schön.